Ich muss auch sagen, Corinnes bei Nacht sieht super geil aus. Kann man mit X schleichen? Ja, mit X kann man schleichen. Gut, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die ganzen Leute hier dazu kriegen. Oder dass wir es schaffen, hier mal einzubrechen. So, ich gehe jetzt einfach mal in Schleichmodus. Lothar sieht uns hoffentlich nicht. Jawohl. Wir nehmen einfach alles mit aus Prinzip, weil die Leute einfach viel zu viel haben hier oben im oberen Viertel. Honig, Milch, Käse, Fisch, Fischsuppe, Schinken. Oh, ein Apfel. Apfel ist natürlich wieder wertvoll. Das ist natürlich wieder geil. So, Minion. Wir müssen halt schleichen, weil sonst die Leute hier im Haus aufwachen und uns dann ordentlich auf die Schnauze geben. Ich gehe auch mal zu jedem Lichtschalter hier und drücke den einfach mal, also klicke mit der Maus davor, weil es meiner Meinung nach irgendwo einen Geheimgang gibt, beziehungsweise einen Schalter, den man runterdrücken kann, der dann zu einem Zange, ein goldener Kelch, der war doch hier gerade noch eben da, so, ein Schalter, der einen geheimen Gang öffnet. Angriff ist die beste Verteidigung bei allem, was nicht Mensch ist. Eine Parade gegen Tiere oder Monster auszuführen ist sinnlos. Da ist es besser, den Gegner mit gezielten Seitenschlägen auf Distanz zu halten und überraschend eine Kombination aus mehreren Schlägen durchzuführen. Kombinationen mehrerer Schläge sind natürlich einem erfahrenen Kämpfer vorbehalten. Und wer sogar die Meisterschaft im Kampf erreicht, kann weitere Kombinationen ausführen. Ja, das sagt uns eigentlich auch nichts Neues. Gerbrand, Truhe. Rechts, nochmal rechts, rechts, links. Ja. Ein Blutkelch, jawohl. Und 100 Gold. Das ist ein Teil der Blutkelch-Quest. Gehen wir erstmal aus dem Haus raus und dann gucke ich mir nochmal die Blutkelch-Quest an. Ich meine, es sind 6 Blutkelche, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie viele es gibt. Da müssten wir halt jetzt einfach mal gucken. So, jetzt geht's hier erstmal wieder runter. Ganz locker, easy. Mit unserer Waffe schön durch den Schrank. Und ja, haben wir es geschafft. L für Quests, die Blutkelche. Cassia will, dass ich ihr die 6 Blutkelche bringe. Sie sollen alle hier in der Stadt sein. Wie viel haben wir denn jetzt bisher? Blutkelche. Einen, hey! Super! Super geil! Oh, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwer hier. Können wir vielleicht speichern. Das haben wir geschafft. Jetzt drücken wir mal hier X, da sind wir aus der Sichtweite von Lothar und gehen hier ganz vorsichtig entlang, dass uns der Kerl nicht sieht. Okay. Ja, mach, dass du wegkommst. Ja, ist gut. Hey du, was? Ja, mach, dass du wegkommst. Mann. Okay, das haben wir jetzt geschafft. So, aus Prinzip wieder alles einfach mitnehmen. Eintopf, Fischsuppe, Schinken. Ich meine, es ist so ein Schinken oder so ein Eintopf ist natürlich auch gut, weil die schön viel Erfahrung. Jo. Schön viel Leben bringen, wenn wir jetzt mal wirklich keine Heiltränke mehr haben, weil ich bin ja irgendwie in Heiltranknot. Ich habe einfach zu früh zu viele benutzt und muss jetzt da die Konsequenzen draus schließen. Ich weiß, dass wir im Minental halt auf jeden Fall welche noch bekommen und beim Kapitelwechsel, wenn wir zurückkommen, sowieso wieder welche. Aber trotzdem, eigentlich haben wir recht wenige. Also wir müssen schon sparsam mit denen umgehen. Oh, hier, das darf ich nicht vergessen da vorne. Ein Wacholder.
So. Buchkommode. Wer schläft denn hier? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier? Wir haben hier die Insel. Die Hafenstadt Korinnes liegt auf einer Insel vor der Küste des Königreichs Mytana. Die Insel ist vor allem durch das Minental bekannt geworden. Ein zweifelhafter Ruf, denn viele Jahre erstreckte sich eine magische Barriere über das gesamte Tal und alle Gefangenen des Reiches wurden dort hineingebracht. So wurde das Tal zur Strafkolonie für viele Verurteilte, die tief unter der Erde nach dem magischen Erz schürften. Außerhalb von Korinnes gibt es noch einige Bauernhöfe, die den guten Boden nutzen, um Weizen und Rüben anzubauen, aber auch um Schafe zu züchten. Seit Generationen ist der größte Hof im Besitz eines Großbauern, der sein umliegendes Land an andere Bauern verpachtet. Mitten auf der Insel steht ein altes Kloster, ein Kloster Innos, das von den Magiern des Feuers geführt wird. Dort gehen sie magischen und alchemistischen Forschungen nach und keltern Wein. Ja, wenn es nur das ist, schön. Schöne kleine Erklärung, finde ich super. Nur leider werden so solche Sachen wie diese Buchkommoden eben einfach von Leuten, die dann eben nicht so eine Ahnung haben oder für die das vielleicht noch neu ist. Ich meine, ich kannte das jetzt schon alles. Ich kannte jetzt die Buchkommode nicht und was da drin stand, aber ich meine, den Inhalt von dem, was da drin stand, kannte ich natürlich. Und die Leute, die es nicht kennen, die sind meistens ja auch zu flüchtig, um sowas überhaupt zu lesen. Ne? Aber naja. Links, rechts. Was suchst du hier? Finger weg, oh, uiuiui, was geht ab? Oh, Heilige. Ich glaube, es ist Tag geworden. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt, ey. Ist wohl Tag geworden. Wir gehen mal hinter Wambo. So. X. Und latschen da ganz gemütlich rein. Holen uns das ganze Zeug nochmal in Schnellformat. So. Und weiter geht's. Hier rechts ist auch noch was. Ein Wasser. Komm. So. Dann da noch. Schade, dass er halt so langsam läuft beim Schleichen. Aber ich meine, man kann ja nicht schleichend rennen. Man kann leise rennen, aber nicht schleichend. So, Brot. Schnell, das Zeug auch noch. Los. Komm schon. So. Wasser. Honig. Wein. So. Diesmal den Wacholder mitgenommen. Jetzt drücke ich einfach nur ganz schnell vollständigkeitshalber die Buchkommode an. Yep, haben wir geschafft. Und jetzt gehen wir dorthin. Der ist wahrscheinlich einfach zur Tageszeit aufgestanden, was natürlich ein blöder Zufall war, weil wir so lange brauchen, während wir die Buchkommoden lesen, ne? Also links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Diesmal sogar in einem Ruck richtig gemacht. Ich meine, das bringt alles gut Gold. Das werden wir später noch brauchen. Ich dachte ja eigentlich, man ist nur am Anfang sehr im Goldmangel und später hat man dann alles Geld der Welt. Aber wenn man später dann gute Rüstung und gute Schwerter haben will, muss man auch einiges herblättern. Und das ist natürlich ein bisschen doof. In Gothic 3 ist es ja sogar so, dass man, wenn ich jetzt gerade nichts verwechsel, dass man um Sachen zu lernen, nicht nur Lernpunkte herblättern muss, sondern auch Gold. Also die Leute sind ganz schöne Abzocker, die da so, Bambu ist nicht mehr da. Ich probiere mal gerade ganz schnell Spiel speichern. Ja, gut. Zack. Und hier rein. Keiner macht was, es ist ganz ruhig. Da hinten ist irgendwas. Das kann man natürlich auch bei Halvor gut unten am Fischmarkt verkaufen. Goldener Kerzenständer. Jupp, einmal einsacken und zweimal einsacken. Und dann geht's hoch. Ich glaube sogar, wenn ich mich nicht täusche, dass diese Lampe ein Schalter für einen Geheimgang ist. Nope. Okay. So.
Schnell hoch. Ganz leise. Hier ist aber niemand, oder? Oder schläft hier jemand? Eine Bürgerin. Die rauben wir natürlich aus. Wir alten Diebe. Links. Ah, links, links, rechts, rechts, links, links. Super. Irgendwie ergibt sich da schon immer ein Muster. Man muss es nur rausfinden. Und man spart viele Silberkelch. Man spart viele Dietriche. Aber wir haben ja sowieso 33. Also, super. Silberteller. Was ist hiermit? Auch nicht. Okay, schade. Komm, beweg dich, Minion. Hallo? So, manchmal will er sich dann auf einmal nicht mehr nach links und rechts drehen, sondern nur nach oben und unten. Ich verstehe auch nie, warum er dann so hängen bleibt. Aber sobald man dann Escape oder anderes drückt, dann geht's wieder. So, wir müssen mal, glaube ich, auf die andere Seite wechseln. Hier haben wir jetzt alles ausgeraubt. So. Ja. Tag wird es noch nicht. Also ich weiß nicht, wir haben den wohl irgendwie geweckt. So, ich speichere mal gerade an der Stelle nochmal. Vor jedem Haus speichern, sonst verlieren wir enorm viel Zeit. So, und schnell rein, da, bevor das irgendjemand merkt. Super. So, da ist Brot, da ist Milch, da ist Honig. Das ist hoffentlich ein Blutkelch. Ein goldener nur, schade. Oh, die Musik setzt ein. So schön. Es ist auch so krass, wenn man nur die Musik hört, wenn ihr euch jetzt nur Audio-Files anhört und nicht auf YouTube irgendwie. Warte mal. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts. 100 Gold. Wenn man sich nur die Audio-Files anhört, das heißt auf irgendeinem Player und nicht auf YouTube, wo noch meist Bilder dazu geschnitten sind, sondern einfach nur ein Audio-File. Das habe ich gern gemacht, wenn ich manchmal nachmittags einfach nur zum Ausruhen, wisst ihr, 10 Minuten hinlegen, 20 Minuten hinlegen, ne? Um runterzukommen oder sowas. Dann halt gerne einfach mal Musik angemacht und halt 10 Minuten aufs Bett geschmissen. Und wenn man sich dann nur die Audio-Files anhört, wie sehr man halt echt, Silberkelch, wie sehr man halt echt einfach diese ganzen Bilder vor sich hat. Also wirklich krass. Jetzt nimm doch bitte den Silberkelch, so. Man hat echt dann sofort die Bilder, kann man sie sofort zu der Musik zuordnen, das ist so krass. Also, Jagd und Beute, das hatten wir schon. Super, müssen wir nichts lesen. Geht schnell hier. Da oben ist noch was Wertvolles. Hat die eigentlich hier eine Truhe? Die Dame. Links drehen, rechts drehen. Die hat wohl keine Truhe. Aber halt immerhin so ein paar, so ein bisschen Silberbesteck und so weiter. Ein Silberteller. Der ist aber sehr groß. Für einen Silberteller. Möchtest du den nicht nehmen, lieber Held? Hallo? Da. Da. Irgendwo hat er doch jetzt nehmen wollen. Da. Da. So, jetzt. Güte, Mimmel. So. Jetzt mach ich mal wieder auf nach unten. Komm schon. So. Ah, der kann da nicht runterspringen beim Schleichen. So. Schnell, schnell, schnell. Sieht schon so hell draußen aus. Was hattest du denn da drin zu sagen? Nichts, Dicker, nichts. So. Hier gibt's doch auch noch irgendein Haus, oder? Sogar zwei noch. Schaffen wir die eigentlich? L, kann man die Zeit sehen? 2.33 Uhr, da haben wir noch Zeit. Ich weiß aber nicht, ob wir noch zur Insel schwimmen wollen, ehrlich gesagt. Jetzt erstmal gucken. Da ist eine Stadtwache und hier ist eine. Was macht die Stadtwache? Na klar, Alter. Dann kann man wohl diese Dinger nicht ausrauben. Vor allem fürs Erste nicht. Gut, dann lassen wir das mal. Schlafen jetzt mal bis zum nächsten Morgen und wir machen das doch noch. Wir gehen noch mal ganz schnell zur Insel.